Hallo YouTube und willkommen zum Videospielstadel von Giga Games. Diesmal mit Viktoria Scholz. Hallo, hallo, hallo. Und mir. Und damit kommen wir zu den Releases der kommenden Tage. Am 9. November erscheint Tetris Effect für die PlayStation 4. Ebenfalls am 9. November erscheint 1111 Memories Retold für die PlayStation 4, den PC und die Xbox. Am 13. November erscheint Hitman 2 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox. Ebenfalls am 13. November erscheint die Spyro Reignited Trilogy für die PlayStation 4 und die Xbox. I think I smell a barbecue. Am 14. November ist es dann endlich soweit. Fallout 76 kommt für die Xbox, die PlayStation 4 und den PC. Und am 16. November gibt es ein neues Pokémon-Spiel, und zwar für Nintendo Switch, Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Eevee. Zum mittlerweile fünften Mal geht heute Abend der Charity-Stream Loot für die Welt an den Start. Um 18 Uhr geht es los. Ins Leben gerufen wurde der im Jahr 2014 vom YouTuber LeFloid. Der Stream läuft dieses Mal 48 Stunden, also bis zum Sonntag, 11. November um 18 Uhr. Neben LeFloid werden außerdem noch YouTuber wie Frodo Apparat, Rob Bubble und die Space Frogs am Stream beteiligt sein. Das Horrorspiel Agony überzeugte ja jetzt nicht so viele Spieler. Und aus diesem Grund wollen die Entwickler dahinter, und zwar Madmind Studios, einen neuen Versuch wagen. Das kommende Spiel nennt sich Paranoid und soll, anders als Agony, wirklich gruselig werden. In First-Person-Ansicht wandelst du als Patrick durch ein Kabinett des Grauens, nachdem du jahrelang in Isolation nach dem Tod deiner Eltern gelebt hast. Und wie du es auch von Agony kennst, wirst du auf nackte, mutierte Frauen treffen. Paranoid erscheint auf dem PC, wann es jedoch erscheinen wird, das ist noch unbekannt. Kommen wir jetzt zu einem Spiel, bei dem niemand mehr so richtig daran geglaubt hätte, dass es je released wird. Diablo 4! Nein, DayZ. Denn nach 5 Jahren feiern die Jungs und Mädels von Bohemia Interactive den Schritt von der Early Access in die Beta. Sogar eine Deadline für den Release steht fest, denn noch Ende diesen Jahres soll DayZ die Version 1.0 erreichen. Bis dahin kannst du in der Beta Basen bauen und auch Mods benutzen. Du wusstest es vielleicht nicht, aber die Sims 4 gehören tatsächlich immer noch zu den meistgespielten Spielen in Deutschland. Sie liegen auf Platz 2. Und jetzt rate mal, wer auf Platz 1 liegt. Nein, es ist nicht Red Dead Redemption 2. Und nun gibt es alle Nachrichten für alle Sims-Fans, denn EA hat angekündigt, dass du die Sims bald in Ego-Perspektive spielen kannst. Das Feature kommt ab dem 13. November, ist kostenlos und es bedeutet am Ende, dass du deinen Sims endlich so richtig nah sein kannst. So nah, wie du ihn schon immer sein wolltest. Und für Vicky bedeutet das, dass sie endlich mit Connor aus Detroit Become Human in eine Wohnung ziehen kann. Und wer wirklich wissen will, was Vicky eigentlich mit ihren Sims macht, der schaut einfach unser X-Factor-Video. Apropos Red Dead Redemption 2. Rockstars Spiel gilt als derzeit erfolgreichstes Entertainment-Produkt überhaupt. Es hat nämlich am ersten Wochenende über 700 Millionen US-Dollar eingenommen. Das bedeutet auch, dass ziemlich viele Exemplare von Red Dead Redemption 2 über den Ladentisch gewandert sind. Um genau zu sein, sind es in den letzten 8 Tagen ganze 17 Millionen gewesen. Zum Vergleich, Red Dead Redemption hat sich damals in seiner ganzen Lebensspanne knapp 15 Millionen Mal verkauft. Und apropos Red Dead Redemption 2, in der aktuellen Folge von Rush sprechen wir genau über dieses Spiel, über Crunch und wie wir es so finden. Also einfach mal reinhören. Smartphones sind die Zukunft. Ja, so richtig glaube ich da auch nicht dran, aber Blizzard Entertainment hat es jetzt langsam begriffen und möchte Diablo Immortal für Android und iOS releasen. Aber damit nicht genug, denn der Gründer von Blizzard, Alan Atom, kündigte jetzt im Interview mit dem Magazin Digital Trends an, dass das kalifornische Unternehmen große Pläne für das Mobile-Segment hat. Es soll also in Zukunft noch mehr Mobile-Games geben. Hashtag Zukunft, Hashtag Mobile First oder so. Diablo 4. Final Fantasy XV feiert Ende diesen Monats sein zweijähriges Bestehen, jedoch ohne den Producer des Titels.
Denn der Final Fantasy 15-Macher Hajime Tabata gab seinen Austritt aus der Firma bekannt. Da er auch gleichzeitig der Producer für DLCs des Titels ist, kündigte Square Enix im gleichen Atemzug an, 3 der 4 DLCs zu canceln. So bekommt nur noch Adin eine eigene Episode. Erweiterungen zu Aranea, Lunafreya und Noctis wurden also gestrichen. Wir kommen wieder zu den Kommentaren unter unserem letzten Weekly Update, denn das sind die, die wir uns immer anschauen. Da gab es einen Kommentar von Spooky Skeletons. Es gibt genug Kritik unter euren Videos, warum nicht mal darauf eingehen? Eure Videos sind nicht schlecht, wieso dann die Angst davor, auf diese einzugehen? Also wir haben keine Angst davor, auf Kritik einzugehen, aber wie ich gerade schon gesagt habe, wir schauen uns die Kommentare des letzten Weekly Updates an. Und da waren sie in der letzten Zeit tatsächlich meistens ganz gut. Also wir haben nicht so viel Kritik gefunden, auf die wir hätten eingehen können. Wenn ihr aber welche habt, dann gerne einfach unten in die Kommentare schreiben. Wieso wechselt ihr euch von Haus aus nicht ab und zu ab? Macht doch bitte nochmal sowas wie bei Gardens Between, also so Vorspielvideos. Aber wenn, dann nur mit kleineren Titeln. Wir werden uns abwechseln nächste Woche, weil dann verlässt mich mein wundervoller Partner Stefan und dann muss ich mir hier irgendjemand anderen an meiner Seite suchen oder das Ganze alleine machen. Ein Vorspielvideo wird es die nächsten Tage auch geben. Darf ich schon verraten, zu welchem Spiel? Nein. Okay. Einfach einschalten, hat man früher gesagt. Aber vielleicht einfach mal vorbeischauen auf diesem YouTube-Kanal, auf dem ihr euch gerade befindet wahrscheinlich. Cinder Mia schreibt eine relativ aktuelle Debatte oder macht auf eine aktuelle Debatte aufmerksam. Hashtag Save Your Internet. Helft alle mit Artikel 13 zu stoppen, sonst droht uns allen das Ende des Internets. Die kurze Antwort darauf ist nein. Die lange Antwort könnt ihr bei Giga lesen, denn da haben wir schon relativ ausführlichen Artikel dazu gemacht. Einfach mal anschauen und dann wird sich auch relativ schnell aufklären, dass es nicht das Ende des Internets ist. Das Red Dead Redemption Bild sah super aus und den Gesichtsfake am Anfang fand ich amüsant. Daumen hoch. Was für ein Fake. Wir waren doch da. Wir waren doch da. Also. Ah, hier. Des Dunsen, auch noch ein Kommentar. Ja, ihr habt Humor. Ach, danke schön. Ja, ihr macht gute Beiträge. Danke. Aber ja, es kommt einem auch vor, als hättet ihr einen sogenannten Stock im ich weiß, vor der Kamera rutscht man automatisch in einen gewissen Modus, aber ein bisschen locker sein und weniger verkrampft auf locker machen würde euch deutlich besser stehen. Den Tipp könnt ihr gerne auch an Stefan und Victoria weitergeben. Es wirkt einfach ein wenig gezwungen, mehr ihr selbst sein. Vielen Dank für die Kritik. Dazu sei gesagt, dass wir schon sehr viel von uns zeigen und sehr viel wir selbst sind und vielleicht auch, dass es manchmal ein kleines bisschen dauert, bis Menschen, die sowas noch nicht so häufig gemacht haben, das quasi lernen, solche Dinge zu tun. Deswegen einfach ein bisschen Zeit geben und dann wird das auch mit dem locker sein. Hat Giga keinen TV-Sender mehr? Nein. Nein. Das war's für diese Woche. Wenn ihr etwas zu sagen habt, sagt es uns, wie gesagt, unten in den Kommentaren. Lasst uns gerne auch einen Daumen nach oben da. Ich muss gerade an dieses... Also lasst uns gerne auch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und sagt auch euren Freunden Bescheid, dass sie ihn abonnieren sollen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.